Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Gebele und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie man Daten aus einer Siemens S7-1500 an die Siemens Mainz 4 schickt. Das Webinar ist gegliedert in zwei Teile. Wir starten mit dem theoretischen Teil, der sich mit der Frage beschäftigt, was Mainz 4 ist und wie das Ganze konfiguriert wird. In Kapitel 3 gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über die DataFeed OPC Suite. Das ist die Software, die wir auch heute benutzen, um eben Daten aus der Siemens S7-1500 zu holen und diese dann an Mainz 4 zu senden. In Kapitel 4 machen wir dann den praktischen Teil, die Live-Demonstration. Zunächst die Frage, was ist Mainz 4? Mainz 4 ist vereinfacht gesagt eine Plattform, ein Programm, welches auf Cloud basiert. Das bedeutet, Mainz 4 könnte auf AWS laufen oder auch an Microsoft Azure und stellt keine eigene Cloud-Plattform, keine eigene Cloud-Solution dar. Wie schon gesagt, auf verschiedenen Cloud-Plattformen kann das installiert werden und der Sinn des Ganzen ist natürlich, ich möchte mit den Daten, wenn Sie in Mainz 4 sind, Analytics betreiben oder auch Predictive Maintenance. Mainz 4 selber nennt, Siemens selber nennt Mainz 4 das IoT-basierende Betriebssystem. Das Applikationsprotokoll, was wir benutzen, um Daten zu senden von der DataFeed OPC Suite zu Mainz 4, ist HTTPS. Und das S am Ende steht hier für die verschlüsselte Version von HTTP, für die Secure-Variante. Und mit Hilfe der DataFeed OPC Suite können Sie eben auch Hersteller anderer PLCs mit Mainz 4 verbinden, zum Beispiel eine Rockwell-Steuerung oder auch Mitsubishi wie Wago, alles ist hier möglich. Wie muss ich das Ganze nun konfigurieren? Die Konfiguration teilt sich in mehrere Bereiche auf. Die Siemens Mainz 4 hat sogenannte Assets, es gibt Types und Aspects. Ich fange mal zu erklären an, was ist ein Asset? Also das Asset stellt die digitale Abbildung ihres Devices dar. Es könnte eine Pumpe sein, ein Motor, ein Fahrzeug, es gibt eine ganze Produktionslinie, können Sie auch abbilden. Ich habe im heutigen Beispiel einfach eine Windturbine gewählt. Und diese Windturbine besteht jetzt aus mehreren Unterkategorien, zum Beispiel, und die werden bei Siemens Types genannt. Die Windturbine besteht, sage ich mal, aus einer Bremse, die hat ein Getriebe und die hat verstellbare Rotorblätter. Oder auch das Herzstück davon ist eben der Generator an sich. Und dieser Generator wiederum besteht aus wieder weiteren Unterkategorien, die werden bei Siemens Mainz 4 Aspects genannt. Mein Beispiel wäre jetzt ein Aspect für Umwelt. Da steht die Außentemperatur, die Feuchtigkeit, die aktuelle Windstärke. Und ich habe ein Aspect Erzeugung. Da stehen Daten drin wie der aktuelle Stromerzeugung, aktuelle Spannung oder verwendete Frequenz. Ich könnte hier auch noch mehrere Aspekte, zum Beispiel Störmeldungen hinzufügen. In meinem Beispiel später werde ich nur einen konfigurieren und zwar den Aspekt Umwelt. Wie muss man das Ganze konfigurieren? Ich fange an mit einem Aspekt zu erstellen, mit der meine eigentlichen Variablen enthält. In meinem Fall nenne ich den Umwelt und ich werde später einen Temperatursensorwert hochschicken und auch die aktuelle Windstärke. Dann muss ich mir einen Type erstellen, in meinem Fall Generator und in einem weiteren Schritt die beiden miteinander verbinden. Also ich muss meinen Aspect Umwelt mit dem Type Link verlinken. Sobald ich das getan habe, erstelle ich mir einen Asset. In meinem Fall hier blau, in blau erkennbar das Asset Windturbine.
Und hier muss ich einige Konfigurationsschritte durchfolgen. Ich muss bereit machen den Asset, damit er Daten empfängt. Und ich muss dann noch meinen zuvor gewählten Type, also meinen Generator, natürlich mit der Windturbine noch verbinden. Leider kann ich das in Siemens Mainz nicht direkt machen. Ich muss einen Umweg gehen über das Child Asset, welcher auf diesem Typ Generator basiert. Es klingt alles sehr theoretisch. Ich zeige Ihnen gleich, wie das praktisch umgesetzt wird. Ein paar Worte noch zur DataFeed OPC Suite. Wir haben hier, ist eigentlich leicht erklärt, wie das ist ein Stück Software von der Firma Softing, was Sie auf Ihrem PC oder auf Ihrem Server installieren können. Sie sehen links Datenquellen, also Gerätesteuerungen, wo die DataFeed Suite sich Daten besorgen, holen kann. Ein Beispiel wäre, ich könnte mir Daten aus einem OBC-UA-Server holen. Ich könnte auch Daten von einem Classic-Server holen oder von einer SQL-Datenbank lesen. Und natürlich von Steuerungen, von SPS und von verschiedenen Herstellern. Siemens bieten wir natürlich an, genauso wie Rockwell, Mitsubishi, auch Steuerungen, die das Modbus-Protokoll sprechen, Phoenix Contacts oder Vago zählen darunter. Aber wir bieten auch Steuerungen, die schon sehr alt sind, zum Beispiel eine S5. Da hätten Sie normalerweise ein Problem, dass Sie die überhaupt ins Internet bekommen, aber mit der DataFeed OPC Suite können wir hier Daten im ersten Schritt holen aus der S5. Und jetzt gelange ich zum zweiten Schritt auf die rechte Seite, Datenziele. Wir müssen uns also entscheiden, wenn ich mir die Daten gesammelt habe, wo möchte ich die jetzt hinsenden oder in welchem Protokoll möchte ich die Daten bereitstellen. Typische Anwendung wäre zum Beispiel, ich hole mir Daten aus einem OPC Classic Server und stelle diese Daten dann über das Unified Architecture, also OPC UA, bereit. Ich kann das Ganze auch wieder umgekehrt machen, kein Problem. Andere Anwendung ist, ich hole mir Daten aus einer Steuerung und als Datenziel definiere ich eine Datenbank, ob das jetzt NoSQL oder normale SQL-Datenbank ist, spielt hier keine Rolle. Wir bieten hier Möglichkeiten an. Selbstverständlich bieten wir auch MQTT an. Das ermöglicht mir die, in meinen vorherigen Webinaren habe ich auch gezeigt, wie das funktioniert. Wenn Sie also direkt an die Cloud-Plattform Daten senden möchten, würden Sie hier über das MQTT-Protokoll gehen. Heutiges Beispiel, wir holen uns Daten von einer Siemens S7-1500. Das ist der erste Schritt. Ich muss eine Verbindung herstellen, um Daten zu holen. Und dann in einem weiteren Schritt muss ich die Mainsphere entsprechend konfigurieren. Das sehen wir gleich, wie das funktioniert. Und natürlich die DataFeed OPC Suite noch mit der Mainsphere verbinden. Das war jetzt schon das Ende des theoretischen Parts. Ich gehe jetzt in den praktischen Teil über. Den ersten Schritt, den ich mache, ist, die DataFeed OPC Suite einmal zu starten. Ich habe es vorhin schon mal erklärt, aber ich gehe nochmal drauf ein. Der Bereich Datenquellen definiert mir, wo bekomme ich meine Daten her. Bekomme ich Daten aus einer Siemens-Steuerung, wie im heutigen Fall, oder Modbus, Mitsubishi oder einem OBC-UA-Server. Ich kann auch aus einer Datenbank lesen. Wie schon gesagt, heutiger Fall Siemens S7-1500. Das ist meine Datenquelle und im folgenden Schritt füge ich eine neue Verbindung hinzu. Ich muss einen Namen vergeben. In meinem Fall nehme ich Verbindungsname S7-1500. Natürlich muss ich auch das Applikationsprotokoll, also über welches Protokoll verbinde ich mich mit der S7-1500 und hole mir Daten. Ich könnte entweder die S7-Verbindung nehmen oder die S7-2-Protokoll wählen. Die ist speziell geeignet für 1200er Steuerungen und 1500er Steuerungen. Die Besonderheit an dem Protokoll ist, ich brauche das Programm nicht umprogrammieren. Ich brauche also nichts zu tun. Ich kann lediglich die Verbindung hier aufbauen und kann mir sofort die Daten ansehen.
Ich kann direkt browsen, bedeutet, ich brauche auch keinen Symbolimport zu machen. Und natürlich habe ich auch Zugriff auf die optimierten Datenbausteine. Das Einzige, was ich hier machen muss, die IP-Adresse spezifizieren, eintippen und mal einen Connection-Test durchführen lassen. Er sagt mir erfolgreich. Hier könnte ich noch Filteroptionen setzen, lasse ich in meinem Fall weg. Ich möchte alle Daten sehen, die mir die Siemens jetzt bereitstellt. Und Sie sehen es, ich habe keinen Symbolimport machen müssen. Ich kann direkt auf die Variablen zugreifen. Ich habe das Programm nicht abändern müssen. Ich brauche kein TIA dazu. Und dieser Datenbaustein 5 ist optimiert. Ich kann auch diese Variablen sehen. Der erste Schritt ist somit erledigt. Verbindung zwischen DataFeed OPC Suite und Siemens ist nun hergestellt. Der zweite Schritt ist die Konfiguration der Siemens MindSphere. Dazu gehe ich in meinen Browser und wenn Sie einen Account haben und sich angemeldet haben, ist das die erste Seite, die Ihnen angezeigt wird. Das ist die Landingpage. Die ganze Konfiguration wird im Bereich Asset Manager gemacht. Wir gehen später auch noch in den Fleet Manager, da kann ich Daten visualisieren. Aber natürlich, bevor ich Daten visualisieren kann, muss ich auch erstmal Daten bekommen und das geschieht im Asset Manager. Ich habe es vorhin in der theoretischen Part schon erklärt. Ich füge also als allererstes einen neuen Aspekt hinzu. Das ist der, der meine Variablen enthält. Ich klicke also auf Aspect und sage, ich möchte von neu anfangen. Sie sehen hier, ich habe schon einige vorher zum Testen einmal kreiert, aber wir fangen hier von Null an, einen neuen. Ich muss natürlich einen Namen erstellen und den ganzen Aspekt nenne ich Umwelt, so wie ich es auch in der Präsentation beschrieben habe. Kategorie wählen, dynamisch oder statisch. Der Unterschied ist ganz leicht. Statische Daten sind Daten wie eine Seriennummer, die sich nicht ändern, oder die Dimensionen, die Abmessungen meines Gerätes. Dynamisch sind Variablen, die sich ändern können. Temperaturwert, der ändert sich. Jetzt muss ich hier Variablen hinzufügen. Natürlich, ich muss erstmal bestimmen, was möchte ich denn überhaupt haben. Temperatur, was ist das für ein Datentyp? Ja, ich nehme hier mal Datentyp Double und die Einheit ist Grad Celsius. Wir machen noch einen weiteren, das ist jetzt meine Windstärke. Und der Datentyp, ich sage jetzt einfach, das ist ein Integer und die Einheit ist Kilometer pro Stunde. Jetzt habe ich also einen Aspekt schon fast erstellt, ich habe einen Namen vergeben und habe meine Variablen angelegt. Jetzt muss ich hier nur noch auf, Moment, keine S sind erlaubt. Jetzt drücke ich hier auf Speichern. Und im folgenden Schritt erstelle ich mir nun einen Type. Der Type besitzt den Namen Generator. Also ich fange hier wieder von neu an, Type hinzufügen, ich benutze Generator und muss jetzt meine zuvor erstellten Aspekt, der Aspekt Umwelt, muss ich jetzt diesem Typ zuweisen. Das geschieht hier über die Aspekt Liste, es wurde noch keine Aspects definiert, das ist natürlich klar. Ich möchte einen neuen hinzufügen und hier kann ich mir sehen, kann ich mir anzeigen lassen, was ich schon alles erstellt habe, Umwelt, ein Häkchen setzen. Hier sehe ich nochmal meine Variablen, Temperatur, Wind, Stärke hinzufügen. Ich drücke noch auf Speichern und somit habe ich die ersten beiden Schritte. Ein Aspect habe ich mir erstellt, der die Variablen enthält und einen Type-Generator, der übergelagert über diesem Aspect sitzt. Der nächste Schritt ist, dass ich ein Asset, also meine digitale Abbildung meines physischen Objektes erstelle
und dazu gehe ich in den Reiter Assets auf Asset hinzufügen. Jetzt muss ich mir hier die Basis meines Assets, auf was der basiert, und das ist in meinem Fall die MindConnect-Lib, MindConnect-Library. Das ist die Library, die dafür sorgt, dass Verbindungen zur Datafeed-OPC-Suite aufgebaut werden können, also dass wir Daten hier senden können. Ich muss hier wieder einen Namen vergeben. Wir haben in unserem Beispiel gesagt, dass wir das Asset Windturbine nennen. Im Grunde war es das schon hier. Ich habe mir also jetzt einen neuen Asset angelegt, basierend auf der MindConnect Library. Und diese muss ich nun im folgenden Schritt etwas konfigurieren. Ich muss mir zuerst einmal überlegen, welches Sicherheitsprofil ich haben möchte. RSA 3072 oder Shared Secret. Ich erkläre den Unterschied sehr leicht oder vereinfacht gesagt. Das obere benutzen Sie für sehr stark verschlüsselt und unten ist mit etwas geringerer Verschlüsselungsleistung, also etwas unsicherer. Ich entscheide mich für die sicherste Variante, die hier MindSphere anbietet, RSA 3072. Und hier, jetzt bin ich auf der nächsten Seite, das nennt sich Boarding-Konfiguration. Damit ist gemeint, ich muss hier den Asset bereit machen, damit er Daten von der Datafeed OPC Suite empfangen kann. Und dieser Prozess, den ich hier durchlaufe, nennt sich Onboarding, also Boarding-Prozess. Und dazu generiere ich mir einen Verbindungsschlüssel. Und der ist sehr wichtig, da brauche ich einige Informationen später in der OPC Suite. Ich kopiere mir einfach das hier, den ganzen String hier mal rein und später zeige ich Ihnen dann, was man speziell hier benötigt. Okay, ich gehe nun wieder zurück. Jetzt habe ich also hier die Onboard-Informationen, die Verbindungsinformationen habe ich mir schon geholt. Jetzt geht's los, ich muss noch etwas mehr konfigurieren. Ich muss hier erwähnen, dieser Konfigurationsaufwand ist nicht zum Softing geschuldet. Das ist einfach eine MindSphere-Spezialkonfiguration, die ich machen muss. Eine ähnliche Konfiguration findet auch mit den Siemens-internen Geräten statt. Ich möchte also, muss hier definieren, wo bekomme ich meine Daten her. In meinem Fall eine neue Datenquelle muss ich hinzufügen mit dem Namen Datafeed OPC Suite. Das ist also meine Datenquelle, von der ich Daten beziehen möchte. Ich drücke hier mal auf Speichern. Ja, ich möchte die Änderung wirklich speichern. Und man sieht hier schon, meine Datenquelle hat eine Konfigurations-ID erhalten. Die ist sehr wichtig für den späteren Verbindungsaufbau und daher kopiere ich mir die auch wieder in mein Editor-File hier, Konfigurations-ID. Jetzt muss ich noch einmal die Variablen definieren, die ich erwarte zu bekommen. Also ich habe schon festgelegt, ich möchte einen Temperaturwert senden und ich möchte die Windstärke senden. Ich habe die schon in meinem S-Pack definiert, aber ich muss das auch noch mal für meine Datenquelle definieren. Also was erwarte ich, welche Daten erwarte ich zu bekommen von der Datafeed OPC Suite. Im letzten Schritt müssen wir die dann noch verknüpfen mit dem Aspekt. Ich klicke hier drauf, Moment, Editor Mode starten, Datenpunkt hinzufügen und der erste Wert Temperatur war vom Datentyp Double und die Einheit war Grad Celsius. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass der Name, der Typ und auch die Einheit komplett identisch ist mit den zuvor erstellten Variablen in meinem Aspekt. Habe ich hier einen Rechtschreibfehler drin, so kann ich die Daten nicht miteinander verbinden. Also man muss hier besonders drauf aufpassen. Ich möchte noch einen weiteren Datenpunkt hinzufügen und der nennt sich Wind
Datentyp war ein Integer, die Einheit Kilometer pro Stunde. Wir sehen hier, jeder Datenpunkt hat auch eine sogenannte Datenpunkt-ID bekommen. Die ist auch wieder relevant für die spätere Konfiguration in der OPC-Suite. Daher kopiere ich mir diese Daten einmal, die ich später benötige. Speichern. Im nächsten Schritt würde ich jetzt die Daten verknüpfen. Ich würde die Daten, die ich erwarte zu bekommen, also Temperatur und Windstärke, die habe ich hier definiert, die erwarte ich, dass die in der Siemens Mainz vereinkommen. Und diese würde ich dann verbinden mit meinen Variablen, die ich ganz am Anfang erstellt habe in meinem Aspekt. Leider kann ich das hier nicht direkt machen. Das habe ich auch schon im Theorieteil erwähnt. Ich muss hier zunächst ein Child Asset erstellen, welches auf diesen Typ Generator basiert, der wiederum dann die Variablen im Aspekt bereitstellt. Dazu gehe ich einen Schritt zurück und sage hier, ich wähle also Asset, meine Windturbine aus und klicke dann hier auf den Button untergeordnetes Asset, also ein Child Asset nennt sich das in Englisch, möchte ich erstellen. Und das basiert natürlich auf meinem Typ. Jetzt muss ich hinzufügen, hier Softing Generator, das ist mein Typ. Ich möchte den hinzufügen, muss noch einen Namen wählen. Ich nenne den jetzt Child Generator und speichern. So, was habe ich getan? Also ein Child Asset hinzugefügt, basierend auf dem Typ Generator. Und dieser Typ beinhaltet die ganz am Anfang erstellten Aspects, die wiederum meine Variablen enthalten. Der letzte Schritt, den ich machen muss, ist noch das Mapping. Dazu gehe ich wieder in den Asset rein, der sich Windturbine nennt. Hier habe ich den MindConnectLib. Das kennen Sie schon, hier diese Seite, ich habe hier meine Datenpunkte eben vorher erstellt und nun muss ich sie noch verknüpfen mit den Daten in dem Aspect. Das geht im Bereich Reiter Datenverknüpfung, Link Variable, Variable verknüpfen. Jetzt sagt er hier, das funktioniert nicht, ich muss wechseln und hier kann ich jetzt meinen vorher erzeugten untergeordneten Asset anklicken. Man sieht hier schon kompatibel. Übernehmen. Und da sieht man, welche Variablen befinden sich in diesem Child-Generator. Und ich habe eh nur die Möglichkeit, mit diesem, mit der Windstärke das zu verknüpfen. Der andere ist ausgegraut, ja, weil der nicht passt. Der hat einen anderen Namen, einen anderen Typ und eine andere Einheit. Das Ganze muss ich natürlich zweimal machen, einmal für Temperatur und einmal für die Windstärke. Im Grunde habe ich jetzt alles soweit vorbereitet auf der MindSphere-Seite. Ich gehe nun wieder zurück auf die DataFeed OPC-Suite und konfiguriere diese. Datenquelle haben wir angelegt. Ich bekomme Daten aus meiner Siemens-Steuerung. Nun muss ich noch ein Datenziel definieren. Das geht im Reiter Datenziel. Und hier sehen Sie, wir bieten einige Ziele an. Wir können Daten als OPC-UA bereitstellen oder OPC-Classic. Wir können Daten über das MQTT-Protokoll senden, in eine Datenbank schreiben, NoSQL oder SQL, macht keinen Unterschied bei uns. Heute wählen wir natürlich als Datenziel die Siemens MindSphere. Ich klicke dazu das Häkchen an und schon öffnet er mir hier meinen Einstellungsassistenten, der mich durchführt. Ich muss einen Verbindungsname wählen, Verbindung MindSphere, den können Sie frei wählen, wie auch immer Sie was möchten. Und hier fragt er mich nach der Tenant-ID. Die bekomme ich, ich habe mir alle nötigen Informationen schon in meinem File hier abgespeichert und im Onboarding-Key, den man vorher erzeugt hat, steht auch immer die Tenant-ID drin. In meinem Fall ist das Softing 1. Bitte nicht die Quotation Marks, also die Anführungszeichen, nicht kopieren, immer nur den reinen Text. Tenant ID ist somit Softing 1.
Der nächste Schritt, den muss ich auch noch machen. Ich muss für das erstmalige Verbinden ein sogenanntes Zertifikat mitschicken. Und das ist von MindSphere. Das kann ich mir leider nicht direkt downloaden. Hier ist die Seite, wo Sie das Zertifikat abrufen können. Es ist für alle gleich. Also wenn Sie in Europa sind, nehmen Sie das. Für China das weiter unten. Also wenn der Standort China ist, können Sie das hier nicht verwenden. Die Internetseite ist developer.mindsphere.io. Sie können auch einfach in Google Suche MindSphere Zertifikat eingeben. Dann gelangen Sie auch auf diese Seite. Ich habe mir das jetzt schon markiert. Ich kopiere mir das Ganze und entweder Sie haben bei Ihnen eine spezielle Software, die Zertifikate erstellen kann. Wenn Sie das nicht haben, es gibt hier die Möglichkeit, über den Editor, den hat jeder installiert, zu arbeiten. Ich kopiere mir also dieses Zertifikat in ein neues Editor-File, speichere das jetzt mir auf meinem PC ab. Ich habe schon einen Ordner vorbereitet und nenne das Ganze MindSphere Zertifikat. Drücke auf Speichern. Jetzt ist es leider so, ich habe es ja als TXT-File gespeichert. Das ist aber nicht die gängige Variante, wie ein Zertifikat auszusehen hat. Das hat in der Regel die Bezeichnung PEM, also die Endung PEM. Und das muss ich jetzt im nächsten Schritt noch einmal machen. Ich gehe mal in den Ordner noch mal rein und benenne den einfach um in .pem. Jetzt ist es ein Zertifikatsfile. Er fragt mich, es könnte ja unbrauchbar werden. Ich akzeptiere das. Und hier kann ich es jetzt nun reinladen. Ich gehe weiter auf den nächsten Schritt und muss noch hier Hostname definieren, also meine IP-Adresse. Auch die befindet sich wieder in meinem Onboarding-Informationen. Und zwar ganz oben Base URL, bitte auch wieder ohne die Anführungszeichen kopieren und einfügen. Den Port brauche ich nicht verändern, der stimmt soweit. Als nächstes muss ich mich authentifizieren. Das erfolgt über die Konfigurations-ID und das Erstzugriffstoken. Die Konfigurations-ID habe ich später gesehen, wo ich die Datenquelle angelegt habe. Befindet sich hier. Als Authentifizierungsart habe ich die härtere Verschlüsselung, die schwierigere Verschlüsselung genommen, RSA. Und das Token ist hier unter dem Bereich IAT, Initial Access Token. Und das ist dieser komplette String hier. Wichtig auch wieder, bitte nicht die Anführungszeichen mitkopieren. Okay, ich gehe auf Weiter und hier könnte ich noch erweiterte Einstellungen wie Store in Forward aktivieren, brauche ich aber in meinem Fall nicht tun, darum drücke ich auf Abschließen. Jetzt habe ich vergessen, einen Verbindungstest zu machen, das führe ich gleich mal durch. Erfolgreich, wunderbar. Als nächstes, jetzt habe ich die Verbindung zwar aufgebaut, aber ich habe noch nicht definiert, welche Daten ich denn senden möchte. Und das passiert hier über das Pluszeichen. Ich muss mir eine neue Aktion entwerfen, also Aktion senden. Kann man auch wieder frei wählen. Und gehe hier auf Weiter. Ich muss unter Triggertyp definieren, ja, wann sollen denn die Daten gesendet werden? Wenn sich der Datenpunkt ändert, von 25 Grad auf 26 Grad springt, oder vielleicht Timer, also alle Sekunde, alle 3 Sekunden, 5-mal am Tag. Variabler Trigger wäre dann, wenn die Temperatur einen gewissen Schwellenwert überschreitet. Zum Beispiel Temperatur größer 30 Grad. Ich will hier Timer Trigger und muss mir natürlich im Nachfolgenden noch diesen definieren. Ich nenne den Timer 1 Sekunde. Er ist zyklisch, nicht nach einem speziellen Ablaufplan. Und zwar zyklisch alle 1000 Millisekunden, also jede Sekunde.
Hier kann ich ihn nochmal auswählen, aber ich habe ihn nur eingestellt. Gut, das ist erweiterte Optionen. Gut, jetzt muss ich definieren, welche Daten möchte ich senden. Naja, als Datenquelle dient mir hier meine S7-1500. Unter Data Blocks im DB5 befinden sich die beiden Werte, die ich später in MindSphere visualisieren möchte. Ich ziehe die hier einfach per Drag and Drop runter. Und hier fragt er mich als letztes noch MindSphere Datenpunkt. Sie können sich erinnern, bei der Erstellung der erwarteten Variablen, die ich bekomme, gab es auch diese Nummer und das ist die, die ich einfügen muss für beide. Muss ich nochmal überprüfen. Room Temperature, genau, passt. Und Windstärke natürlich den unteren. Ich drücke auf Abschließen und somit habe ich auch die Suite fertig konfiguriert. Das Letzte, ich muss sie noch starten. Jetzt wollen wir uns die Daten einmal ansehen, die in MindSphere ankommen. Wir sehen schon hier, ich mache einmal einen Refresh. Die Suite ist schon verbunden und sie ist auch online. Leider dauert es bis zu 5 Minuten, bis die Daten hier angezeigt werden. Nochmal zur Erinnerung, die ganze Konfiguration, die ich gerade gemacht habe, passiert im Asset Manager. Die Visualisierung findet im Fleet Manager statt, den ich jetzt Ihnen zeigen möchte. Ich starte also den Fleet Manager und wähle hier meinen Child Asset aus, den ich vorher erstellt habe, Child Generator. Und hier sagt er mir noch, ich habe keine Daten zur Verfügung. Ich muss mir hier noch, heute ist der 26. Es ist 11.33 Uhr, also in dem Bereich sollten später meine Daten erscheinen. Aber wie gesagt, das dauert eine gewisse Zeit. In der Zwischenzeit möchte ich gucken, ob Fragen entstanden sind. Ich hole mir die mal schnell her. Eine Frage wurde schon durch meinen Kollegen beantwortet. Ich kann es auch nochmal vorlesen. Kann man als Datenquelle auch den OPC-UA-Server der 1500er Steuerung verwenden? Ja, das ist gar kein Problem. Das können Sie auch. Wir haben ja als Datenquelle auch OPC-UA-Server. Dann ist noch eine weitere Frage. Es wäre auch über die MindConnect-Lib doch auch möglich, eine Datenquelle und die Datenpunkte anzulegen. Oder bin ich da falsch informiert? Ich verstehe die Frage nicht ganz. Ich versuche es nochmal für mich zu lesen. Ja, also wir haben ja das eigentlich im Grunde getan. Wir haben bei der MindConnect-Lib eine Datenquelle angegeben und haben dort die Datenpunkte entsprechend erstellt. In der Zwischenzeit kann ich Ihnen noch ein bisschen was zur DataFeed OPC Suite erzählen, während wir hier warten, bis Daten ankommen. Die DataFeed Suite können Sie als Demo-Version kostenlos von unserer Homepage runterladen. Die Adresse zeige ich Ihnen am Ende des Webinars. Dann haben Sie 72 Stunden Zeit, diese ausgiebig zu testen und nach 72 Stunden können Sie sie auch nochmal neu starten. Also sie geht in den Stopp-Modus und dann haben Sie nochmal 72 Stunden Zeit. Wichtig noch, natürlich bekommen Sie alle Präsentationen, also die heutige Präsentation, sowie die Aufzeichnung des Webinars und auch nochmal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, denn es ja doch relativ viel zu konfigurieren gibt, bekommen Sie alles als Follow-up-E-Mail innerhalb der nächsten Tage. Ich sehe schon, ich habe jetzt endlich Daten bekommen. Ich schaue mir die mal ein bisschen genauer an. Nochmal zur Erinnerung, nichts geht verloren. Es dauert einfach nur eine gewisse Zeit, bis Daten ankommen. Man sieht es hier unten, die Windstärke ist angezeigt in schwarz und die ändert sich schön. Und ja, das Büro, in dem ich bin, ist ziemlich warm. Wir haben sehr hohe Temperaturen in Deutschland und haben wir hier bei 32 Grad.
Im Grunde war es das von der praktischen Vorführung. Ich gehe wieder zurück zu meiner PowerPoint. Die Fragen habe ich, glaube ich, alle beantwortet. Ich sehe, wir haben noch eine. Sehr geehrter Herr Gebele, ich hätte eine Frage. Welche Betriebssysteme von der DataFeed Suite unterstützen Sie? Also, nachdem wir, die Frage ist sehr leicht zu beantworten, Sie können auf jedes aktuelle Betriebssystem von Windows diese Daten, die DataFeed Suite, installieren. Sie funktioniert nur auf Windows, da wir natürlich noch OPC Classic anbinden können und die unterlagerte Technologie ist dekompassiert und darum auf Microsoft immer bezogen. Gut, an dieser Stelle vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre entgegengebrachte Zeit. Falls Sie noch Fragen haben sollten, kontaktieren Sie mich. Meine E-Mail steht hier und die DataFeed OPC Suite können Sie unter unserer Website data-intelligence.softing.com downloaden und ausgiebig testen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und danke für Ihre Aufmerksamkeit.